Hi und herzlich willkommen hier in dem Vortrag. Die Hallen sind ja sehr gut gefüllt. Es scheint das Interesse genauso groß zu sein bei euch, wie das auch bei mir ist, diesen Vortrag gleich zu hören. Wir haben jetzt gleich das Vergnügen, ein bisschen was über psychologische Krankheitsbilder, Hormone zu hören, wie die sich darauf auswirken. Und das von jemandem, der Biologie studiert, das heißt, sich sowieso mit den Themen beschäftigt und dann auch noch Erfahrung aus der Psychiatrie hat in der Forschung. Das heißt, es kann eigentlich nur ein wirklich interessanter Vortrag werden. Und damit freue ich mich mit euch. Bitte eine Runde Applaus für dieses Mikro? Ja. Hi erstmal. Sorry vorab, ich bin ein bisschen nervös. Das letzte Mal, dass ich einen Vortrag gehalten habe, war vor 10 Leuten. Das ist jetzt ein bisschen mehr. Kurz vorab, das wird so eine allgemeine kleine Einführung eben in die verhaltensorientierten Neurowissenschaften. Tatsächlich habe ich euch da jetzt mal ein wunderschönes Bild mit gefärbten Neuronen mitgebracht. Auf der nächsten Folie tatsächlich zwei weitere. Das unten rechts ist ein Diffusionstensorbild. Im Prinzip ist es einfach nur eine Rekonstruktion von den Axonbündeln, die Neurone haben, in der Richtung, wie die Wassermoleküle in denen hin und her laufen. Und anhand dessen konnte man irgendwie rekonstruieren, wie in diesem Gehirn Sachen miteinander, so gesehen, transportiert werden. Fand ich sehr eindrucksvoll und wollte ich euch auch mal gezeigt haben. Erste Folie ist jetzt tatsächlich kurz mal die Erklärung, was sind Neurowissenschaften und warum möchte ich jetzt über verhaltensorientierte Neurowissenschaften sprechen? Im Prinzip gibt es da einfach verschiedene Betrachtungsweisen oder verschiedene Analyseebenen, wo man sich drauf fokussieren kann. Es gibt eben diese molekulare Ebene, die untersucht tatsächlich einfach nur die Moleküle und welchen Einfluss auf das Gehirn haben. Weiter geht es eben zur Zellulären, was macht die Zelle, was haben die für Einflüsse, welche Eigenschaften sind das. Weiter zu systemisch, wie sind die Netzwerke orientiert und wie arbeiten diese Netzwerke miteinander. Verhalten ist eben das, worüber ich jetzt sprechen möchte. Wie wirken diese ganzen Sachen zusammen, um ein bestimmtes Verhalten auszubilden? Und kognitiv ist tatsächlich dann noch eins darüber. Da versucht man dieses System von Geist und Bewusstsein irgendwie herauszufinden, wie das mit diesem Gehirn verschaltet ist. Zur Erklärung kurz nochmal, was das zentrale Nervensystem und das periphere Nervensystem sind. Das zentrale Nervensystem ist im Prinzip das Gehirn und das Rückenmark, also nicht nur das Gehirn an sich. Und im periphere Nervensystem zählt tatsächlich alles andere dann nochmal dazu. Alles, was alle Nervenzellen, alle irgendwelchen Bahnen, die außerhalb des zentralen Nervensystems liegen. Kurzen Exkurs noch für euch tatsächlich. Oder für die, die mehr technisch versiert sind. Es gibt die theoretischen Neurowissenschaften, die jetzt ganz, ganz viel irgendwelche mathematischen Modelle, irgendwelche Simulierungen etc. pp. Machen, um eben diese Netzwerke teilweise, oder im Prinzip wird das in der neuronalen Netzwerkforschung genutzt, um damit eben Daten zu generieren, um herauszufinden, wie funktioniert diese Verschaltung. Wie sind die Aspekte, wie lange dauert das, was teilweise aber auch echt schwierig ist, weil es keinen Computer auf dieser Welt gibt, der dieses Gehirn an sich ansatzweise simulieren könnte. Die sind alle tatsächlich heutzutage noch zu schwach. Genau. Folgend kommen jetzt Grundlagen zu neuronalen Strukturen. Die Folien sind teilweise etwas voll, unter anderem, damit man es auch nochmal nachlesen kann. Was ich tatsächlich ziemlich faszinierend finde, ist, dass dieses Gehirn sehr viele Neuronen und Gliazellen hat. Das sind die beiden großen Zelltypen, die es in diesem Gehirn gibt und mit jeweils 85 Milliarden Zellen. Frage ich mich tatsächlich, wie schafft es dieses kleine Gehirn, was in jedem Kopf von uns ist, diese ganzen Funktionen irgendwie aufrechtzuerhalten und miteinander zu kommunizieren? Diese Zellen sind relativ klein, beziehungsweise die Neurone sind eigentlich die grundlegende Einheit. Die Gliazellen sind tatsächlich nur so ein bisschen, man sagt, dieser Kleber, der die Neuronen zusammenhält. Also angenommen, man hätte jetzt einen Keks,
dann wären die Neuronen die Schokostückchen und die Gliazellen der Teig, der das irgendwie zusammenhält. Und ja, was zum Beispiel sehr faszinierend ist, ist, dass diese Axone auch bis zu 1 Meter lang werden können, wenn sie von hier oben bis runter in den Fuß gehen. Wenn man sich vorstellt, wie klein oder wenn man sich mal durchliest, wie groß denn so überhaupt so ein Neuron ist, dann ist das schon ziemlich faszinierend, dass dieses Axon einfach dann fast so lang werden kann. Beim Tintenfisch kann man tatsächlich auch das Axon mit dem Auge sichtbar erkennen. Da hat man auch tatsächlich die ersten Forschungen drüber gemacht, wie das denn auch irgendwie verschaltet und verleitet wird und alles. Aber da komme ich gleich auch nochmal zu. Und das Zitat sagt tatsächlich, dass es in der aktuellen Forschung anscheinend gerade auch dabei ist, dass man diese Gliazellen jetzt mal schaut, ob die auch einen Einfluss haben und ob die auch irgendwie nochmal hormonell oder neuronal auf die Neurone wirken, was man sich früher nicht vorgestellt hat. Genau. Also ein Neuron besteht aus dem Soma, das ist der Zellkörper, und aus dem Axon und aus Dendriten, die im Prinzip einfach nur die Antennen sind. Auf dem rechten Bild seht ihr im Hintergrund diesen runden Körper, das ist das Soma. Und das, was oben lang geht, ist tatsächlich sind die Dendriten, die Informationen von anderen Zellen oder von anderen Neuronen empfangen können. Und das Axon leitet sie so gesehen weiter. Und das Axon ist das, was von diesem runden Zellkörper nach unten geht, wo ihr auch dieses Synapsen-Endknöpfchen seht. Das ist so gesehen die Axon-Terminale. Und das ist der Ort, wo dann nachher das Signal übergetragen wird. Beziehungsweise, wie ihr an dem anderen linken Bild seht, von euch links, verschalten sich tatsächlich auch zwei Neuronen, also liegen sie ganz nah miteinander bei, damit sie diese Übertragung stattfinden kann. Genau, und das Spannende tatsächlich ist, dass das alles eigentlich elektrisch funktioniert, bis es an diese Synapsen und Synapsen-Endknöpfchen kommt. Da wird das nämlich alles in ein chemisches Signal umgewandelt. Da komme ich gleich nochmal zu. Aber im Prinzip hat man elektrisch zu chemisch und diese chemische Wechselwirkung ist Grundlage dieses Vortrages. Es gibt tatsächlich auch noch elektrische Synapsen, das sind einfach zwei, die ganz, ganz nah beieinander sind, die dann einen Ionenkanal in der Mitte haben, wo dann was durchfließen kann. Das kommt aber meistens tatsächlich nur im embryonalen Stadium vor oder größtenteils. Genau. Kurzer Exkurs zu Alzheimer, weil das da eigentlich ganz gut passt. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die Neuronen und das Zytoskelett, das das Ganze irgendwie zusammenhält, kaputt ist. Und dadurch, dass so in den USA tatsächlich mehr als 5 Millionen Menschen betroffen sind, ist es auch ein aktuelles Forschungsfeld in der neurologischen Forschung. Und man hat herausgefunden, dass es diese Neurofibrillenbündel gibt. Das sind einfach nur so wie Lakritzstangen. Oder könnt ihr euch vorstellen, wie so diese Lakritzstangen, die miteinander verwoben sind, die sich dann in dem Neuron selber irgendwie zusammenpappen, also akkumulieren und fest werden. Und das führt in der Zelle tatsächlich dazu, dass das Neuron an sich abstirbt, weil wir haben nicht mehr die Möglichkeit, richtig weiterzuleiten, weil diese helikalen Taufilamente eigentlich dieses Zytoskelett, also das Skelett dieser Zelle aufrechterhalten und das geht irgendwie kaputt. Man nimmt an, dass ein anderes Protein, das Amyloid, dafür verantwortlich ist und dass, wenn das anfängt, das mehr zu werden durch irgendwie einen Gendefekt oder was weiß ich, das ist nämlich aktuell noch nicht ganz klar, warum das denn so passiert, dass das tatsächlich dann dazu führt, dass sich diese Taufilamente akkumulieren und man versucht eben dieses Amyloid aktuell runterzuregeln. Also es gibt, Alzheimer ist tatsächlich eine Krankheit, die gar nicht so viel mit Neurotransmittern zu tun hat, sondern tatsächlich mit dem Bau von Neuronen selber. Da habt ihr auch tatsächlich noch ein Beispiel. Links seht ihr Neuronen angefärbt, also einfach die normalen Struktur, die kann man dazu modifizieren, dass sie grün leuchten unter dem Mikroskop. Daneben seht ihr die Anfärbung von diesen Neurofibrillenbündeln.
Und das dritte Bild ist tatsächlich einfach eine Überlagerung, bei dem mit der Pfeilspitze, das ist relativ grün, das ist noch gesund. Bei dem mit dem dicken Pfeil, das ist, da akkumuliert sich ja schon so ein bisschen von diesem Tau. Und das mit dem kleinen Pfeil markierte Neuron, das ist tatsächlich, das stirbt ab, beziehungsweise ist abgestorben, ist also wirklich nicht mehr verfügbar. Und dass sich Neurone relativ schwer wieder regenerieren, führt das eben dazu, dass man einen Verlust von Neuronen bei Alzheimer hat. Und das möchte man natürlich verhindern. Anderer Exkurs ist der Einfluss von der Dendritenstruktur. Ich hatte ja eben erzählt, dass Dendriten die Signale, oder hat es aufgeschrieben, dass sie die Signale von anderen Neuronen empfangen. Das heißt, es sind mehr oder minder die Antennen. Und man hat tatsächlich bei Menschen mit einer geistigen Behinderung, dessen Definition da nochmal oben steht zum Nachlesen, herausgefunden, dass sich diese Dendritenstruktur verändert. In dem Bild oben links, ja doch, das kann man erkennen, seht ihr, dass auf der rechten Seite dieser Dendrit ganz, ganz viele dünne Spines hat. Und diese Spines sind eigentlich wichtig, damit man, Spines ist der englische Begriff, damit man so gesehen so ein kleines abgetrenntes Kompartiment hat, wo man dann irgendwie neuronal verschalten, verrechnen, was weiß ich kann. Und das ist bei Kindern mit einer geistigen Behinderung tatsächlich so gewesen, dass sie das untersucht haben und bemerkt haben, die Neuronen sind teilweise gar nicht in der Lage, die Signale von anderen Neuronen richtig aufzunehmen. Bedeutet also, wenn sie die Signale nicht richtig aufnehmen können, führt das dazu, dass sie nicht aktiv werden. Wenn sie nicht aktiv werden, werden keine Proteine im Zellkern produziert. Führt letztlich also dazu, dass sie mehr oder minder absterben. Oder halt nur sehr, sehr unterrepräsentiert entwickelt werden. Und man weiß in der frühen Kindheitsentwicklung, wie wichtig es ist, dass die Neuronen richtig so gesehen sich entwickeln. Und dementsprechend gibt es da so, so viele kleine Dinge, auf die man aktuell achten kann in der Forschung, dass dieser Vortrag ein bisschen sehr viele Exkurse haben wird, weil ich euch einfach einen großen Einblick geben wollte, was aktuell so der Stand ist. Kurze Erklärung zu Aktionspotenzial und Ruhepotenzial. Die Neurone werden von einer Phospholipid-Doppelschicht umhüllt, im Prinzip einfach eine Membran, wie bei unseren normalen Zellen auch. Und dadurch haben wir extrazelluläre und intrazelluläre Kompartimente. Und dadurch, dass im extrazellulären und intrazellulären unterschiedliche Ionen gelöst sind, in unterschiedlicher Konzentration, führt das tatsächlich durch diese Abgrenzung zu einem elektrochemischen Gradienten, weil sich ja die ganze Zeit versucht, oder weil man ja versucht, die Ionen auszugleichen in der Konzentration, was aber nicht machbar ist, weil sie nicht über diese Membran kommen. Weil die nicht membrangängig sind. Gleichzeitig hat man aber auch dadurch nochmal andere elektrische Ladungen, weil das sind ja positiv und negativ geladene Ionen. Und die versuchen sich ja auch auszugleichen. Und wenn sie es nicht schaffen, entsteht eben dieser Gradient. Und der führt dazu, dass diese Membran im Ruhestatus so gesehen bei minus 65 Millivolt liegt. Plus minus 5, kommt drauf an, also ist nicht bei jedem bei minus 65, aber so um den Dreh. Aber tatsächlich hat diese Membran Transportproteine, die unter bestimmten Umständen diese Ionen transportieren lassen können. Und dann entsteht ein Aktionspotenzial und wie ihr unten rechts seht, muss ein Schwellenwert erreicht werden, der die Membran abändert, also in der Ladung abändert, beziehungsweise in der Spannung. Und wenn das passiert, dann wird ein Aktionspotenzial gefeuert und das ist tatsächlich abhängig von der Menge des zugeführten Stroms in Versuchen und im Gehirn halt von der Stärke der Depolarisation. Zu dem Begriff komme ich gleich, was einfach dafür sorgt, wie diese Zelle weiter oder von anderen einen Einfluss bekommen hat. Wie ich schon sagte, ist die Ionenbewegung die Grundlage für das Aktionspotenzial und im Prinzip ist diese Zelle oder dieses Neuron im Ruhezustand für Kaliumionen permeabel. Zur Erklärung, warum das so wichtig ist, dass diese Kanäle auch geschlossen bleiben im Ruhezustand, ist, wenn man diese Konzentration extrazellulär von Kalium
um ein Zehnfaches erhöhen würde, würde sich die Membran selber auf minus 17 Millivolt so gesehen erhöhen, von minus 65 auf minus 17. Und der Schwellenwert für ein Aktionspotenzial, damit das ausgelöst wird, liegt um die 2520. Würde also dazu führen, wenn man einfach eine erhöhte Kaliumkonzentration im Extrazellulären hat, aus welchen Gründen auch immer, dass es dazu führen kann, dass das Gehirn ein Aktionspotenzial feuert, was unter Umständen nicht so gut ist, weil dann ist das Gehirn die ganze Zeit reizüberflutet und versucht die ganze Zeit irgendwas zu verrechnen, was aber nicht zu verrechnen ist. Genau. Auf dem Bild habt ihr auch nochmal kurze die Sicht, wie auch Aktionspotenziale verrechnet werden. In dem rechten Bild von euch seht ihr einfach, dass ein Axon oben an ein anderes Neuron dran geleitet wird und ein Aktionspotenzial mit sich nimmt. Das kann man zeitlich verrechnen, als auch räumlich. Wenn alle drei Aktionspotenziale gleichzeitig auftreten, verstärkt sich der Reiz in dem Moment oder das, was am Ende im Zellkörper ankommt, als wenn es zeitlich dreimal hintereinander ist. Und wenn ihr euch vorstellt, oder ich hatte ja eben erzählt, dass sehr, sehr viele Neuronen miteinander verschaltet sind, könnt ihr euch, glaube ich, sehr gut vorstellen, dass so eine Zelle sehr, sehr viel verrechnen muss, bevor sie am Ende im Zellkörper dann alles zusammenrechnet und auf Basis der erhaltenen Informationen dann wieder ein Aktionspotenzial weiterleitet. Genau. Und diese Aktionspotenzialübertragung findet eben an der Synapse statt. Und je nachdem, welcher Neurotransmitter dann nachher noch genutzt wird, führt es eben dazu, dass man ein exzitatorisches, postsynaptisches Potenzial hat oder ein inhibitorisches, was nochmal letztlich dazu führt, dass es gehemmt oder verstärkt werden kann. Genau. Kurze Erklärung noch zu Ionenkanälen, Kanaltypen und Synapsentypen. Man hat sehr, sehr, in der Synapse selber hat man sehr viele spannungsabhängige Ionenkanäle. Es gibt einen Calcium-Ionenkanal, der tatsächlich dann erst geöffnet wird, wenn ein elektrischer Strom an der Synapse ankommt. Das heißt, wenn die Zelle sagt, ich möchte jetzt ein Aktionspotenzial weiterleiten, ich möchte ein Signal übertragen und der Strom ist stark genug, um diese Calciumkanäle zu öffnen, dann führt es dazu, dass diese Freisetzung der Neurotransmitter als Reaktionskaskade tatsächlich ausgelöst wird. Das heißt, dieser Anstieg von diesem Calcium in der Zelle ist so elementar, dass eine Blockierung von diesen Calciumkanälen tatsächlich dazu führt, dass keine Neurotransmitter freigesetzt werden. Und dann gibt es nochmal ligandengesteuerte Ionenkanäle, sprich, wenn man ein bestimmtes Molekül hat, das an einer bestimmten Stelle andockt, dann kann diese Zelle erst tatsächlich sich so verändern, dass Ionen da durchfließen können. So ein bisschen wie so ein An-Ausschalter. Und dann gibt es als drittes noch in der großen Übergruppe die G-Protein gekoppelten Rezeptoren. Die sind nochmal ganz anders, die sind zwar auch Liganden gesteuert, das heißt, sie brauchen etwas, was sie aktiviert, aber folglich wird dann eine weitere Reaktion ausgeführt, die dann weitaus länger dauert, als dieser Ligand überhaupt an diesem Rezeptor sein kann. Das sehr einen großen Einfluss auf Modulation hat, da habe ich auch gleich für euch noch ein Beispiel. Ist jetzt auch sehr viel Basics, aber sonst wird gleich nicht klar, worauf ich hinaus will. Genau, Beispiele. Hier habe ich jetzt einmal für ein EPSP und ein IPS-PSP. Zum Beispiel, wenn man Acetylcholin oder Glutamat an die Rezeptoren da bindet, dann führt es tatsächlich dazu, dass die sich öffnen. Und da diese Ionenkanäle selektiv sind für Natrium- und Kaliumionen und die positiv geladen sind, strömen sie aufgrund dieses Konzentrationsunterschieds in die Zelle rein, was dazu führt, dass das Innere der Zelle so gesehen positiver wird. Wenn man das bei Glycin- oder GABA-Rezeptoren macht, dann führt es tatsächlich dazu, dass das Membranpotenzial in dem Moment runtergeht, weil diese Kanäle selektiv sind für Chloridionen. Und wie ich ja schon sagte, man versucht ja die ganze Zeit, sich einfach auszugleichen. Und wenn das nicht funktioniert, haben wir andere Probleme. Genau. Das ist jetzt noch ein Beispiel für ein bisschen G-Protein, das ist jetzt sehr, sehr chemisch und sehr, sehr ausführlich, wie es da steht. Aber im Prinzip hat man einfach nur diesen Rezeptor, der aktiviert dieses G-Protein, was da daneben ist. Und das führt dann dazu, dass ein anderes Protein aktiviert wird, in dem Fall die Adenylatcyclase,
Und das kann tatsächlich dann ATP in ein zyklisches AMP umwandeln. Das ist ein kleines Molekül, was frei im intrazellulären, in der intrazellulären Flüssigkeit rumschwimmen kann und so gesehen als Zweitmessenger dient. Und dieser Zweitmessenger kann dafür sorgen, dass durch Reaktionsmechanismen in der Zelle dann, die eben nur für die CAMP selektiv sind, Neurone phosphoryliert werden können, die dann wie so ein Schalter wirken und dafür sorgen, dass manche Neurone weitaus effektiver arbeiten können. Das heißt, durch Nutzung von einem gezielten Liganden, der dann hinzugefügt wird, kann man dazu führen, dass dies alles moduliert wird und teilweise sogar verstärkt werden kann. Kleiner Exkurs dazu. Es gibt den Bereich der Optogenetik. Da hat man Mäusen einen Natrium-Ionen-Kanal so gesehen einmutiert, der tatsächlich bei blauem Licht anfängt, sich zu öffnen. Das heißt, die haben so eine kleine Lampe auf dem Kopf und wenn sie blaues Licht anschalten, dann öffnet dieser Natrium-Ionen-Kanal und dann macht diese Maus tatsächlich, oder dann bewegt sich diese Maus oder macht bestimmte, bestimmte Reaktionen. Und Halorolopsin ist tatsächlich effektiv für Gelb und das hemmt das tatsächlich wieder. Also man kann auch mit Licht tatsächlich auch diese Öffnung und Schließung von Ionenkanälen steuern, wenn man weiß, wie das funktioniert. So, jetzt hoffentlich genug zu den Basics. Gibt es dazu bis jetzt Fragen? Dachte ich mir. Ich erkläre das gleich nochmal an Beispielen, ja? Nein. Das war jetzt einfach nur ein kleiner Exkurs von wegen, was aktuell teilweise gemacht wird in der neuronalen Forschung oder in der neurobiologischen Forschung. Aber das war jetzt nur ein Beispiel, das ich noch ans Ende von diesem Kapitelabschnitt packen wollte, bevor ich zum nächsten Kapitel komme. Gut. Ich hoffe, es wird gleich deutlich, ansonsten kann ich nachher nochmal Dinge erklären. Das Thema ist sehr komplex. Nächster Abschnitt sind Neurotransmitter. Das sind jetzt einfach nur Tabellen. Das müsst ihr euch nicht alles durchlesen, aber einfach nur zur Erklärung, dass es ist unglaublich viele und unglaublich viele Transmitter und Rezeptoren werden nochmal durch andere Sachen aktiviert. Beispiel ist eben der nikotinische Acetylcholin-Rezeptor. Nikotin kennen wir alle. Und das Acetylcholin ist eigentlich für Muskeln, also das hat man eigentlich, wenn Muskelkontraktionen da sind, aber anscheinend reagiert dieser Acetylcholin-Rezeptor auch auf Nikotin. Deshalb ist das dann der nikotinische Acetylcholin-Rezeptor, weil er eben dadurch auch irgendwie beeinflusst werden kann. So. Andere Folie ist das hier, es gibt noch mehr. Und da unten habt ihr den GABA-A-Rezeptor, der wird tatsächlich durch mehrere Sachen auch nochmal, wie Ethanol, Benzodiazepine, Barbiturate und Neurosteroide auch nochmal aktiviert und nicht nur GABA. Der hat auch nachher nochmal eine relativ wichtige Auswirkung auf das, was ich nachher euch erklären wollte. Weiter Cholinerge und Glutamaterge-Synapsen sind auch wichtig, nachher auch der NMDA-Rezeptor, der durch Glutamat und NMDA aktiviert werden kann. Also es ist unglaublich vielfältig und ich will da auch gar nicht so viel drüber reden, sondern euch das einfach nur mal zeigen. Was aber tatsächlich ziemlich spannend ist, ist das hier. Man hat Glutamat als den wichtigsten exzitatorischen Neurotransmitter, der so unglaublich wichtig ist, und gleichzeitig GABA als den hemmendsten. Und was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass in einem einzigen chemischen Schritt dieses Glutamat in GABA umgewandelt werden kann. Das heißt, man kann im Prinzip sich vorstellen, wie wichtig es ist, dass die beiden mehr oder minder ausgeglichen sind. Und wenn es ein einziger Syntheseschritt ist, muss sich das Gehirn oder die Evolution ja irgendwann gedacht haben, wir müssen schauen, dass es so einfach ist wie möglich, das wieder zurückzuführen. Nächster Abschnitt sind Katecholaminerge-Neuronen. Ist jetzt ein bisschen viel Text, aber im Prinzip zählen da Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin zu. Spannende dabei ist, dass die so lange wirken, bis sie wieder so gesehen in diese Zelle zurückgenommen werden. Neurotransmitter werden ja ausgeschüttet und wirken dann entweder an der nächsten Zelle oder durch ihre Wirkung in diesem synaptischen Spalt, der dazwischen ist.
Und bei denen ist es so, dass die Wirkung ja tatsächlich erst aufhört, wenn man sie wieder in die Synapse zieht. Und dann können sie da dann entweder wieder ausgeschüttet werden oder abgebaut werden. Führt auch dazu, oder erklärt sich auch nachher dann, warum zum Beispiel SSRIs, also selektive Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, so wirken, wie sie wirken. Serotonerge Neuronen habe ich auch mal kurz, dass sie aus Tryptophan tatsächlich, aus der Aminosäure Tryptophan synthetisiert werden. Und der limitierende Faktor bei Serotonin ist das Tryptophan, was wir haben, was man meistens über die Nahrung aufnehmen kann. Hier in dem Beispiel habe ich jetzt nochmal, dass die Wiederaufnahme mit Fluoxetin tatsächlich beeinflusst werden kann, was dazu führt, dass Serotonin weitaus länger im synaptischen Spalt wirken kann, was gerade zum Beispiel bei Depressionen ja sehr gerne verwendet wird. Kurzer Ausblick auf Cannabinoide. Wir haben ganz, ganz, ganz viele CB1-Rezeptoren in unserem Gehirn. Also diese Rezeptoren sind G-Protein gekoppelt, aber sie sind auch unglaublich viel in unserem Gehirn vorhanden. Man hat sich gefragt, aus welchem Grund haben wir das denn? Weil keiner der Forscher glaubt, dass THC tatsächlich der Grund ist. Und man hat herausgefunden, dass es die Endocannabinoide gibt, die ähnlich wirken wie THC oder beziehungsweise dieselbe Wirkung haben wie THC auf diese GB1-Rezeptoren, die aber eine Rückantwort, also so ein Feedback geben. Also im Prinzip werden die dann erst ausgeschüttet, wenn die Signalübertragung stattgefunden hat, um so gesehen der Zelle davor zu sagen, hey, das lief jetzt gut oder nicht. Das würde nämlich tatsächlich auch erklären, warum wir so viele Rezeptoren haben. Das würde auch erklären, warum THC auch so eine starke Wirkung hat, auch in, ich sage jetzt mal, mehr oder minder niedrigen Dosen im Vergleich zu Alkohol. Genau. Anderes Beispiel ist Toxin, also das Tetrodotoxin aus dem Kugelfisch-Ovarien. Das blockiert tatsächlich einfach nur Natriumkanäle und führt dazu, dass man, wenn dieser Natriumkanal einfach blockiert wird, dann kann man daran sterben, weil Aktionspotenziale nicht mehr generiert werden können, das Gehirn funktioniert nicht mehr und wenn man es einnimmt, dann stirbt man tatsächlich. Lidocain ist ein Lokalanästhetikum und das bindet reversibel eben dann nur an diese Natriumkanäle, blockiert tatsächlich auch nicht die Hauptnerven, sondern die ganz dünnen, feinen Schmerzrezeptoren. Und das führt dann dazu, dass man in dem Moment betäubt ist, aber nicht so wie beim TTX stirbt. Genau. Das war es jetzt zu dem kleinen Abschnitt Neurotransmitter. Noch kurz zur weiteren Erklärung Hormonausschüttung, wie das induziert wird. Wir haben den Begriff der Homöostase, das ist einfach nur dieses Konstanthalten von Körpertemperatur, Blutdruck, Blutosmolarität, also was für Stoffe haben wir in unserem Blut gelöst und. Da muss ja irgendwie reguliert werden, weil wenn uns kalt ist, dann fängt der Körper ja an, Sachen zu machen, damit uns wieder warm wird, so nach dem Motto. Und das wird im Prinzip reguliert durch Hypothalamus und Hypophyse. Und diese hypothalamische, hypophysäre Achse ist tatsächlich der Ort für Hormonausschüttung. Wichtig ist in dem Fall, ich gehe jetzt gar nicht so weit auf den Hypothalamus ein, die Hypophyse, die ist nämlich in Adenohypophyse und Neurohypophyse geteilt. Und die Adenohypophyse ist das, was eigentlich für unsere Standard-Hormonausschüttung zuständig ist. Das heißt, alle frei werdenden Vorhormone oder Precursor, die ausgeschüttet werden, werden über diese Achse ausgeschüttet. Da habe ich nachher noch ein Beispiel, wie wichtig oder wie dieser Zusammenhang ist für den Beispiel der Neurohypophyse. Assoziationskortices und Bereiche. Da seht ihr jetzt zwei Bilder. Einmal oben die Aufteilung der Großhirnrinde in die verschiedenen Bereiche, die es gibt. Man kann tatsächlich das Gehirn selber an sich, das Innere und die Großhirnrinde auch nochmal unterteilen. Und es gibt so viele Bereiche, die miteinander interagieren, dass man tatsächlich angefangen hat, irgendwas das zu klassifizieren. Und in diesem Zitat wird auch erwähnt, dass es halt 1100 Neuronen, ja gut, das ist jetzt ein bisschen wenig, aber in dem Beispiel, was sie hatten, haben sie versucht, ein Netzwerk mit 1010 Neuronen und 1014 Synapsen zu simulieren und haben bemerkt, dass sie einfach teilweise nicht so weit kommen.
Es gab auch ein sehr, sehr schönes Bild dazu, das habe ich aus Gründen jetzt erstmal rausgelassen. Kann das sein, dass das 10 hoch 10 Neuronen sein soll? Das kann auch sein, ja. Ich glaube schon, ja. Verdammt. Dankeschön. Und 10 hoch 14 Synapsen, ja, da ist mir, glaube ich, dieses Hoch weggegangen. Ja, das ergibt Sinn. Danke. Genau, und es gibt tatsächlich auch Studien, die Konnektivitätsstudien und dieses Human Connectome Project, die auch von der europäischen Regierung und unterstützt werden. Das ist also aktuell ein sehr, sehr großer Forschungsbereich, auch gerade für Open Source Anwendungen, wo man versucht, diese Kombination von wir haben dieses Gehirn und wir haben Netzwerke, wir wollen das simulieren, wie funktioniert das, nochmal ganz klar in den Fokus stellt, dass das mehr und mehr jetzt immer wichtiger wird. Genau. Jetzt habe ich noch ein paar Bilder, damit ihr wisst, wenn ich gleich über den Mandelkern oder die Amygdala rede, wo die liegt. Die ist nämlich relativ versteckt, beziehungsweise liegt mehr oder minder im Mittelhirn, hat aber eine ganz, ganz, ganz wichtige Bedeutung für Emotionen und Furcht und Angst und das limbische System, auf das ich hier drauf komme. Weil da hat man auch noch den Thalamus und den Hypothalamus und den Hippocampus und das sind alles Bereiche, die miteinander wechselwirken, wenn man irgendeine emotionale Reaktion hat. Und an diesem Hippocampus, beziehungsweise diese Hippocampus- und Hypothalamus-Achse ist auch ja nochmal sehr wichtig, weil hormoneller Einfluss oder der Hippocampus einen hormonellen Einfluss haben kann. Und wenn man irgendwie merkt, okay, mein Körper reagiert jetzt nicht so, wie ich es normalerweise gewöhnt bin, wenn man zum Beispiel gestresst ist, kann es tatsächlich dazu führen, dass dieses System mit dem Konstanthalten von Körperfunktionen aus dem Gleichgewicht gerät. Kleines Beispiel dazu, ich warne mal ein bisschen vor, es gab einen Menschen, der hat bei einer Explosion in den 1920er Jahren einen relativ langen Metallstab einmal durch den Kopf geschossen bekommen. Und der linke Frontallappen, das ist der Bereich ja hier vorne, der war komplett kaputt. Und man hatte dann auf einmal gemerkt, dass er von einem total freundlichen, netten Menschen total launisch, respektlos wurde. Der hat Menschen missachtet und war von jetzt auf gleich total verändert. Und das waren dann so die ersten Anfänge tatsächlich, wo man sich überlegt hat, okay, dieses Gehirn kann ja noch, oder hat anscheinend einen sehr, sehr großen Einfluss und es ist nicht nur ein kleiner Bereich, sondern ein großer Bereich, der da miteinander wechseln wird für Emotionen und Persönlichkeit. Genau. Jetzt zum Thema psychiatrische Erkrankungen. Dieses Bild ist unglaublich spannend, weil das eine MRT-Aufnahme ist von einem schizophrenen Patienten und der zeigt den Verlust der grauen Substanz an. Verlust von grauer Substanz bedeutet, dieser Mensch hat Axone verloren, weil die graue Substanz so gesehen die Axone sind und die weiße Substanz im Gehirn, ach nicht die Axone, die Neurone und die weiße Substanz sind die Axone, weil sie ja diese Myelinscheide haben. Also sie sind ja mit dieser weißen Myelinscheide umwickelt und dadurch sieht man in Gehirnquerschnitten ja dieses Dunkle und dieses Helle. Und dieser schizophrene Patient oder Mensch in dem Fall hat an den roten Stellen unglaublich viel graue Substanz verloren. Und es war jetzt, glaube ich, innerhalb von einem Jahr, es lief bei dem echt rasch. Ich glaube, 2 Jahren, also auf jeden Fall in einem kurzen Zeitraum, ist diese Schizophrenie ausgebrochen und diese ganzen Abänderungen kamen dann relativ fix. Ich finde das unglaublich interessant halt zu sehen, wie dass das für einen Einfluss auch auf diese Großhirnrinde hat, dass man einfach stressinduzierte Reaktionen haben, die dafür sorgen, dass sein komplettes Gehirn sich auf einmal auf den Kopf stellt. Kurzer Überblick über Prävalenzen von psychiatrischen und neuronalen Erkrankungen. Wir haben mit Alzheimer 18% aller Personen, also ein Fünftel der Weltbevölkerung, aber auch tatsächlich 30% in Deutschland, die an psychiatrischen Erkrankungen leiden. Unter psychiatrischer Erkrankung fasst man ja sehr, sehr vieles. Aber es sind schon sehr, sehr viele Angststörungen und affektive Störungen und auch sehr, sehr, sehr viel Depression. Und in dem Zitat da unten wird eigentlich recht deutlich, dass
das ein aktuelles Problem, also nicht Problem ist, aber es ist auf jeden Fall akut und es ist da. Und man sollte mit dem Thema offen umgehen und schauen, dass man dieses Thema auch mal bewusst angeht und wahrnimmt. Und ich fand diese Daten tatsächlich sehr eindrücklich, um das mal sich vor Augen zu führen, wie das überhaupt verteilt ist. Weil bevor ich jetzt bei meinem Job angefangen habe, wusste ich teilweise auch gar nicht, wie das verteilt ist und wie hoch die Prävalenzen für zum Beispiel eben nur Depressionen allein sind. Wenn man das auf Deutschland alleine runterrechnet, sind 5% verdammt viel. So. Zum Thema affektive Störung. Da fällt unter anderem die Depression zu. Affektive Störung bezeichnet eigentlich nur emotionalen Zustand. Also wenn du irgendeine Affektverflachung hast, dann bist du einfach emotional ein bisschen, ich sag's mal, ruhiger, reagierst vielleicht nicht so wie andere, ist aber jetzt auch etwas, was man unter anderem auch noch erklären kann. Es gibt verschiedene Hypothesen. Die stärkste ist tatsächlich die Monoamin-Hypothese. Da geht man davon aus, dass die Stimmung einfach einen Einfluss von Noradrenalin und Serotonin hat. Das heißt, diese Menschen haben teilweise einen erniedrigten Noradrenalinspiegel oder einen erniedrigten Serotoninspiegel. Und das kann zu einer Reihe von Auslösern führen, weil diese Wirkung und diese Rezeptoren und das alles einfach nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich auf gut Deutsch sollte. Dann geht man auch noch davon aus, dass Gene auch einen großen Einfluss darauf haben und dass es Menschen gibt, die im Prinzip eigentlich genetisch, ne, zum Beispiel auch eine affektive Störung ausbilden könnten, aber aufgrund von einfach einem, ich sag mal, entstressten Leben einfach gar nicht dazu kommen. Und genauso kann es anders sein, dass Menschen, die oder Geschwister, die genau gleich aufgewachsen sind, da kann die eine Person, ich sag's mal, gut leben, hat nichts, und die andere ist in einer total tiefen Depression. Einfach weil es genetisch so sein kann, dass sie vielleicht irgendwas anderes hat oder er, und dann in dem Moment die Person eben da diese genetische Prädisposition hatte, und wenn man sich das wie so ein Fass vorstellt, dann ist bei ihr das Fass einfach schneller voll. Und man hat tatsächlich bei Depressiven herausgefunden, dass das Stresssystem erhöht ist. Es gibt eine Verstärkung von diesem Hypothalamus und dem hypophysären System. Das Nebennierenrindensystem zählt tatsächlich dazu, weil Cortisol ja ausgeschüttet wird und Cortisol als Stresshormon auch sehr, sehr wichtig ist. Und man hat auch bei Depressiven ein erhöhtes Blutcortisol-Level, also konstantes erhöhtes Blutcortisol-Level herausgefunden. Und auch, dass dieses Cortisol-Releasing-Hormon, das CRH, die ganze Zeit im Liquor ist, also in den Ventrikeln in der Gehirnflüssigkeit, was eigentlich dazu führt oder aufzeigt, dass diese Personen dauergestresst sind. Und das führt tatsächlich auch dazu, dass sich das so ein bisschen in so einen Teufelskreis begeben kann, weil wenn sich diese Menschen dann stressen, dass sie zum Beispiel eben eine Depression haben, führt das ja wieder dazu, dass das verstärkt wird. Darauf komme ich nachher nochmal ein. Genau. So, Affektverflachung fand ich jetzt auch ganz spannend. Es gibt tatsächlich Menschen oder Tiere, die haben eine Läsion in der Amygdala. Dann sind sie unfähig, Angst aus Gesichtsausdrücken zu erkennen, was dann letztlich dazu führt, dass sie zum Beispiel mit einer Schlange spielen, jetzt bei Tieren. Das sehen sie es ja nicht, aber sie erkennen auch keine Angst selber. Das heißt, sie gehen einfach wieder zu diesem Tier hin, auch wenn irgendwie was war. Und selbst wenn diese Schlange jetzt, ein Beispiel von Affen und einer Schlange, wenn diese Schlange einfach beißt, dann gehen die zurück. 10 Minuten später gehen die da wieder hin, weil sie es nicht hinbekommen haben, das so zu verschalten und sich irgendwie zu merken und irgendwie das emotional zu beladen. Bei der Unfähigkeit, tatsächlich Gesichtsausdrücke zu erkennen, führt es dazu, dass diese Wechselwirkung zwischen dem visuellen Kortex im Gehirn und der Amygdala einfach fehlt. Die Personen können das Gesicht sehen, sie können es aber nicht interpretieren. Sie können nicht sagen, hier, das ist jetzt Angst, weil diese Verschaltung einfach nicht richtig funktioniert, weil das System, was eigentlich dafür da ist, nicht mehr da war in dem Moment.
Anderes Thema sind Angststörungen und Störungen mit erhöhtem Angstniveau. Sind auch 15% der deutschen Bevölkerung. Mit 3,5% der Erwachsenen, die von einer posttraumatischen Belastungsstörung sprechen. Und im Prinzip ist das auch durch die Amygdala und den Hippocampus reguliert. Also es ist alles sehr, sehr, sehr viel Stresssysteme, die da einfach überreagiert sind. Und wie ich eben schon erwähnt habe, das kann diese anhaltende Cortisolexposition, also die ganze Zeit dieses Cortisol im Körper haben, wirklich dazu führen, dass hippocampale Neuronen absterben, was in der Summe wieder dazu führt, dass diese Regulierung von Hypocampus und Hypothalamus nicht mehr richtig funktioniert und man auch wieder zu einem Teufelskreis hängt. Man hat auch tatsächlich bei Menschen mit einer PTSD oder PTBS gefunden, dass sie ein verringertes Hippocampusvolumen haben, also sich das im Vergleich zu einem Kontrollkollektiv massiv verändert hat und verringert hat. Was tatsächlich darauf schließen lässt, dass das sehr, sehr viel dieses Stresses dafür die Auswirkung ist. Genau. Hier noch kurz ein Beispiel, wie es normalerweise ist. Im Prinzip ist es eigentlich nur eine Konditionierung. Wenn irgendwas passiert und die Amygdala dann lernt, auf diese Reize zu reagieren, dann schießt sie einfach in dem Moment, weil sie es so gelernt hat, ein Aktionspotenzial raus, was über die lateralen oder basolateralen Kerne der Amygdala geht. Ach, nicht der Amygdala, des Thalamus. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass durch diese Thalamus-Interaktion dann auch wieder ausgelöst wird, hier irgendwas stimmt nicht, schalt mal deinen Körper in Stresszustand um. Man hat aber auch tatsächlich herausgefunden, wenn man diese Amygdala dann einfach entfernt, dann ist alles wieder in Ordnung, dann ist die Herzfrequenz normal, der Blutdruck normal. Ist auch etwas länger her, so Sachen wie, wir nehmen Sachen mal raus und schauen mal, was dann da passiert, macht man heutzutage nicht mehr. Die neuronale Forschung in den 1920ern bis 1940ern war ein bisschen extremer. Ich bin froh, dass wir nicht so weit sind. Dann haben wir noch Suchterkrankungen als kleines Beispiel. Da haben wir dieses mesokortikolimbische Dopaminsystem. Ist im Prinzip einfach nur das Dopaminsystem, was unser Belohnungssystem ist. Also man hat herausgefunden, dass wenn man Mäuse an diesem Dopaminsystem reizt, dass die unglaublich Hunger kriegen und anfangen ganz, ganz, ganz viel zu essen, weil Motivation tatsächlich auch mit Dopamin korreliert. Und dementsprechend führt eine Aktivierung oder eine ständige Aktivierung, zum Beispiel durch Drogen, wirklich dazu, dass man irgendwann so eine Drogentoleranz auch aufbaut. Die dazu führt, dass man dann eben mehr will, weil man hat ja irgendwie dann so eine Toleranz entwickelt und das ist ja okay und das Dopamin schießt dann auf gut Deutsch nicht mehr oder ist nicht mehr so da, wie man es eigentlich braucht oder gerne hätte und der Effekt geht runter, also will man mehr haben. Und wenn man eben diesen Abfall hat, dann führt das zu der im Nucleus Accumbens, der tatsächlich dann diesen Einfluss hat, dann dazu, dass man diese Entzugssymptomatik kriegt. Kurzes Beispiel hier zu Heroin, Nikotin und Kokain. Die wirken nämlich alle auf Dopamin, also sind tatsächlich alle irgendwie Dopamin-Antagonisten und können tatsächlich dazu führen, dass man dieses dopaminerge System im Moment einmal so richtig aktiviert. Dann hat man auf einmal einen ganz, ganz starken Level von Dopamin und dann sackt er ab und dann hat man diese Entzugssymptomatik. Man hat herausgefunden, dass eine einzige Drogenexposition tatsächlich schon dazu führen kann, dass eine Langzeitpotenzierung, also diese Modulation von wir verstärken immer mal wieder dieses Neuron, damit es halt aktiv bleibt und lebt und weiterleiten kann, dass das dadurch geschädigt wird. Bedeutet also, man hat eine fehlende Hemmung und man hat gerade eine fehlende Hemmung von den hemmenden Synapsen. Also die hemmenden Synapsen werden komplett ausgeschaltet. Und deshalb ist es gerade bei einigen Drogen so schwer, nachdem man sie einmal genommen hat, davon wieder wegzukommen. Nächstes Beispiel sind tatsächlich einfach nur Essstörungen, sind auch serotoninabhängig. Da ist es spannend, dadurch, dass Menschen teilweise ja zu wenig oder zu viel essen, in dem Fall habe ich jetzt Bulimie und Anorexie beide reingepackt,
hat man entweder immer einen Überschuss an Tryptophan oder einen Mangel an Tryptophan. Wenn man einen Mangel an Tryptophan hat, hat man zu wenig Serotonin, weil der Serotoninspiegel ja abhängig ist von dem Tryptophan-Level, das man aufnimmt. Wenn man aber ja zu viel nimmt, dann hat man ja auch irgendwie dieses Problem mit, gut, ist halt auch irgendwie blöd, aber tatsächlich haben Bulimie-Patienten oder Menschen, die das haben, eigentlich normalerweise einen verringerten Serotoninspiegel, weil das sehr oft mit Depressionen korreliert und dadurch haben sie kein Sättigungsgefühl. Bedeutet also eigentlich das, was sie mit dem Essen kriegen wollen würden, dieses, man freut sich auf was zu essen, ist in dem Moment zu viel, sie können es nicht regulieren, brechen es dann mehr oder weniger wieder aus, ist halt dann auch in dem Sinne kontraproduktiv dann bei der Depression, wenn man versucht, sie dann auch, ich sag's mal, runterzukriegen oder damit zu arbeiten. Aber tatsächlich wirken dann diese selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer bei einer Bulimie. Diese Menschen schaffen das tatsächlich dann auch zuerst mit einem Sättigungsgefühl. Kurz noch zur Schizophrenie. Ist genetisch bedingt und man hat ganz, ganz, ganz viele neuroanatomische Änderungen. Und auch vor allen Dingen eine Dopaminhypothese, eine Glutamathypothese und eine Serotoninmangelhypothese. Man geht inzwischen davon aus, dass es nicht nur einen Faktor hat und inzwischen multifaktoriell ist und dass es nicht nur einen Aspekt gibt, dass das jetzt irgendwie eine Schizophrenie auslösen kann, sondern man merkt einfach, dass es neuroanatomische Änderungen gibt, wie eben den Verlust von Neuronen. Gleichzeitig aber auch eine Änderung in den ganzen Neurotransmittersystem und dass das in Kombination eben dazu führt, dass Menschen psychotische Episoden kriegen oder auch einfach weitaus aggressiver sind, weil sie das nicht regulieren können. Ja. Kurzer Ausblick noch zu dem Menschen, zum Speaker, der vor mir war, kurz zu Autismus. Ganz, ganz, ganz stark erblich bedingt. Man hat über hunderte Gene gefunden, die dafür zuständig sind, dass es diese Autismus-Spektrum-Störung gibt. Und man hat jetzt zum Beispiel bei Hirngewebsuntersuchungen gemerkt, dass es einige Menschen gab mit einer Autismus-Spektrum-Störung, die eine Umorganisierung von diesen Cortex-Schichten, wie ich sie auf dieser einen Folie mit diesem Gehirn hatten, im vorderen Bereich, dass die komplett anders sortiert waren. Oder dass zum Beispiel das Wachstum oder diese Neuroplastizität von Menschen mit Autismus tatsächlich weitaus schneller ist als bei anderen Menschen, was aber da tatsächlich dazu führen kann, dass man zu viele Neuronen und Gliazellen hat. Und wenn man zu viel davon hat, dann kann es auch sein, dass die sich nicht richtig verschalten, diese Netzwerke sich nicht ausbilden. Genau weiß man es nicht, weil das der State of the Art ist halt, wir haben ganz, ganz viele, aber wir haben nicht das Gen, das jetzt dafür ausführlich ist. Und man geht auch davon aus, dass wenn beide Eltern irgendwie ein paar Genmutationen haben, dass das Kind das tatsächlich kriegen könnte, weil es auf gut Deutsch dann einfach von beiden was bekommen hat und das dann vielleicht in dem Moment schon gereicht hat. Noch ein kleines Beispiel dazu. Dieser Brain-Derived Neurotrophic Factor ist Neurotrophin und Neurotrophine sind wichtig für Zellüberleben. Man hat herausgefunden, dass in Depressiven dieses BDNF tatsächlich im niedrigen Status vorhanden ist. Das steht jetzt sehr, sehr viel molekulares Wissen, bedeutet aber im Prinzip nur, dass dieses Level so niedrig ist, dass es dazu führt, dass man einen erhöhten mRNA-Level für diese P75-Rezeptoren haben und diese P75-Rezeptoren lösen einen gezielten Zelltod aus. Und normalerweise hat BDNF einen Einfluss auf dieses gezielte Zellen absterben lassen, was ja vollkommen wichtig und normal ist, das auch vollkommen in Ordnung ist, aber in dem Fall ist es eben pathologisch, weil durch diese fehlende Regulierung es eben nicht möglich ist, dann die Zellen am Leben zu erhalten. Und das führt dann eben wieder zu einer verringerten Neurogenesis und Plastizität, was dann wieder dazu führt, dass Depressive nicht so weit oder ja auch nichts dafür können, dass ihr Gehirn in dem Moment kaputt spielt. Kurzer Ausblick noch zu meiner Bachelorarbeit. Das fand ich nämlich, das war nämlich der Auslöser, weshalb ich vorhatte, diesen Vortrag hier zu halten. Tatsächlich mache ich jetzt bei einer Studie mit, die aus
untersucht, was Vasopressin für einen Einfluss auf die soziale Interaktion hat. Und Vasopressin ist eigentlich das Hormon, was für unseren Wasserhaushalt zuständig ist. Im Sinne von, wann müssen wir genug trinken und wie ist das mit unserem Urin und wann müssen wir auf Toilette und wie wirkt unsere Niere und was weiß ich. Und es gibt tatsächlich Menschen, die dieses Diabetes insipidus haben und dadurch haben sie einen Mangel. Und sie scheiden halt viel zu viel Wasser aus dem Blut in den Urin und müssen die ganze Zeit trinken und haben die ganze Zeit aber auch Urin, der einfach nur wässrig ist. Sie können das also komplett nicht regulieren, einfach weil die Neurohypophyse in dem Moment das Hormon nicht mehr abgeben kann, weil die Neuronen in dieser Hypophyse kaputt sind. Und man hat bei Mäusen herausgefunden, dass sie eine sehr, sehr hohe Dichte haben von diesen Rezeptoren und die anscheinend wichtig sind für die Paarbildung von diesen Mäusen, weil diese Präriebelwühlmäuse unglaublich monogame Tiere sind. Und wenn die sich einmal gebunden haben, dann haben sie so eine starke, feste Paarbildung, dass man die auch nicht mehr auseinanderkriegt. Und bei einer Verabreichung von einem Antagonisten, tatsächlich, der diesen Rezeptor blockiert hat, führte das dazu, dass man überhaupt gar keine Paarbindung mehr hatte, dass diese Maus einfach weitergelaufen ist, ohne sich zu scheren, was dann da los war. Und bei Menschen hat man das anscheinend tatsächlich bei Qualität der Ehe mit bestimmten Adioretin-Gen-Varianten herausgefunden, dass das anscheinend auch einen sozialen Einfluss haben soll. Dazu gibt es aber aktuell echt nicht viele Studien. Ich glaube, 2 oder 3 wurden dazu bis jetzt wirklich publiziert. Man hat Hinweise, dass es einen Einfluss haben kann. Man weiß es aber nicht. Deshalb fand ich das tatsächlich auch ganz spannend. Mein letzter Abschnitt, den ich jetzt noch habe, ist Psychoedukation. Warum das Ganze? Oder warum erzähle ich euch das Ganze? Es ist tatsächlich so, dass ich persönlich der Meinung bin, dass es wichtig ist, über dieses Thema aufzuklären. Wie ihr jetzt bestimmt mitbekommen habt, es ist ganz, ganz, ganz viel Gehirninteraktion und ganz, ganz viel, wofür Menschen nichts können. Oftmals ist es tatsächlich aber auch so, dass man darüber nicht in therapeutischen Sachen aufgeklärt wird. Man weiß, dass es Studien gibt, die bessere Therapieergebnisse erzielen, wenn die Patienten wissen, was mit ihnen los ist. Wenn sie wissen, okay, ich habe das und das, was ist jetzt das? Gut, mein Serotonin-Level ist jetzt ein bisschen blöd. Was kann ich dagegen tun? Was kann ich machen? Was sind Coping-Strategien? Es gibt tatsächlich aber sehr, sehr wenig therapeutische Programme. Und auch sehr, sehr wenig diagnosenübergreifende Konzepte. Es wird ein bisschen bei Schizophrenie angewandelt, aber nicht wirklich sehr weit. Und in einer Pressemitteilung von 2017 ist es auch tatsächlich so, dass diese Angst vor Zurückweisung, Ausgrenzung, Stigmatisierung von psychiatrischen Erkrankungen wirklich dazu führt, dass es sich wieder negativ auf diesen Krankheitsverlauf auswirken kann. Folglich dazu habe ich mich dann noch ein bisschen über Resilienz, also die Möglichkeit, mit schweren Umständen umzugehen, oder das ist der Fachbegriff dafür tatsächlich, ein bisschen auseinandergesetzt. Man hat bei Tieren herausgefunden, dass dieser Glukokortikoidrezeptor, wenn der vermehrt da ist, dann haben diese Tiere weniger CRH, also dieses Cortisol-Releasing-Hormon im Hypothalamus, und zeigen auch als Erwachsene weitaus weniger Verhalten. Und das konnte ja dann auch durch einfach Berührungen tatsächlich auch ersetzt werden. Und in der Folge kann man mehr oder minder sagen, dass dieser Einfluss von früher sensorischer Erfahrung und Ausbildung dieses Systems am Anfang so wichtig ist, dass man im Prinzip da, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte, im Prinzip da eigentlich auch, ich sage jetzt mal, so einen kleinen Erziehungsappell geben kann. Oder was mir dann aufgefallen ist, ist dieses, wir gehen jetzt mal beide arbeiten und lassen das Kind bei der Tagesmutter, vielleicht auch nicht so eine gute Idee ist. Es gibt tatsächlich... Das halte ich tatsächlich für nicht in Ordnung in dem Fall. Tatsächlich kann man sagen, dass es auch in der frühkindlichen Bindung eine ähnliche Forschung gibt. Frühkindliche Bindung beginnt dann, wenn ich beide gehen arbeiten, das gibt es bei der Tagesmutter, frühkindliche Bindung geht am ersten Tag. Das war jetzt nur mein persönliches, aber das wollte ich gleich auch nochmal sagen. Aber wir können uns gerne darüber nachher unterhalten, wenn es okay ist. Sorry.
Ich meine, also kurzer Break, ich meine vieles, was ich hier jetzt sage, auch nicht böse und ich maße mich auch nicht an, weit darüber zu urteilen. Ich finde es nur tatsächlich persönlich wichtig, das mal offen dargestellt zu haben, dass das, wie es aktuell ist, auch dieses darüber aufklären und darüber reden, einfach viel zu wenig gemacht wird. Wollte ich am Ende noch zukommen, aber nach dem Einwand gerade fand ich es gerade wichtig, das jetzt nochmal zu benennen. Genau. Dann überspringe ich das tatsächlich ganz kurz, weil ich das auf der nächsten Folie nochmal zusammengefasst habe. Es gibt tatsächlich dieses Ding von Resilienz unterstützen oder dieses System von man kann selber, dieser Mensch hat die Möglichkeit, selber damit zu agieren. Das kann man unterstützen. Menschen, also oftmals schreibt man ja leider Menschen, die in der Psychiatrie sind, nicht zu, dass sie die Möglichkeit haben, selber mit sich zu agieren. Es klingt jetzt hart, das habe ich aber leider tatsächlich mitbekommen, dass in vielen Forschungsgesprächen und vielen Forschungsvorträgen davon gesprochen wird, dass die Compliance von diesen Menschen ja nicht so akzeptiert ist. Und dann denke ich mir so, gut, man könnte es ja auch anders machen. Und da gibt es einige Faktoren, auf die will ich jetzt auch nicht weiter eingehen, weil die Zeit ein bisschen drängt. Kurzer Aspekt dann noch zum Thema Entkriminalisierung und Entstigmatisierung. Es gibt tatsächlich auch dieses System in Portugal, dass sie 2001 gesagt haben, gut, wir entkriminalisieren Drogen jetzt. Und alle so, oh mein Gott, das kann ja nur schlimm werden. Was machen wir denn jetzt, wenn auf einmal Drogen frei verfügbar sind? Und man hat tatsächlich jetzt 18 Jahre später gesehen, dass diese Prävalenz von Leuten, die sterben oder die das nutzen, tatsächlich runtergegangen ist, weil dieses Thema von es ist so kriminell und so böse und diese Stigmatisierung einfach weggefallen ist. Es gibt auch tatsächlich weitaus weniger drogeninduzierte Tote, einfach weil man bewusst gesagt hat, gut, wenn wir diese Drogen schon legalisieren und nicht mehr kriminell machen, da haben wir auch die Möglichkeit, sie vielleicht ein bisschen mehr zu regulieren, noch ein bisschen zu gucken, also nicht regulieren, aber zu kontrollieren, dass es vielleicht auch einfach nicht auf gut Deutsch Mist ist, den sich die Leute dann spritzen, weil sie es dann in dem Moment brauchen, weil sie abhängig davon sind. Und einfach dieses Bewusste, wir kriminalisieren jetzt nicht die Leute, die das nehmen, sondern wir arbeiten mit den Menschen, die das nehmen und die vielleicht auch damit dann anders agieren wollen, war tatsächlich der Hauptsinn in diesem Gesundheitswechsel. Und ich finde, die Grafiken zeigen sehr eindeutig, dass das ziemlich positiver Shift war. Und damit komme ich tatsächlich zu meiner letzten Folie mit dem Zitat, das ich sehr, sehr schön fand, weil ich der Meinung bin, dass wenn wir uns die ganze Zeit irgendwie verschließen vor Dingen und Menschen stigmatisieren, dass es letztlich nur dazu führt, dass sie sich nicht so akzeptieren, wie sie sind und dann auch nicht damit arbeiten können, wie sie sind. Und ich glaube, einfach ein bisschen mehr Herzlichkeit und Offenheit vor allen Dingen auch auf diese Themen und auch auf diese, was ist überhaupt los und was kann ich überhaupt machen, ist, glaube ich, so wichtig und das wird meines Erachtens einfach viel zu sehr vernachlässigt. Das war's. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für ein, zwei Fragen. Hat jemand eine Frage? Hier vorne direkt. Ja, zwei Sachen. Danke für die Autismus. Hi. Ja, ich habe es mir angeguckt. Ich sehe dich nicht. Sorry. Danke für die Autismusfolie. Da war viel Lehrreiches für mich dabei. Und eigentlich auch noch einen kurzen Kommentar. Ich glaube, dass das mit diesen, ja, wenn Mama und Papa arbeiten gehen, dann ist für das Kind nicht genug gesorgt. Ich glaube, das ist wirklich, wenn man da in der Pädagogik reinguckt, das ist überhaupt nicht mehr State of the Art. Okay. Da ist die Forschung, glaube ich, deutlich weiter und hat auch irgendwie, ich glaube auch in der DDR hat man das auch gesehen, dass es auch da keine großen Probleme jetzt damit gab, Kinder frühzeitig in Krippen und Kindergärten zu geben. Dadurch sind da nicht irgendwie Generationen entstanden, die jetzt völlig kaputt sind. Also das würde ich tatsächlich so nicht unterschreiben. Okay, danke schön. Möchte noch jemand?
Ja, so eine verrückte Detailfrage. Du hast vorhin gesagt, dass ein erhöhtes Cortisol-Level dazu führt, dass in der Amygdala die Neuronen absterben in Bezug auf... Im Hippocampus, also in Bezug auf Angststörungen. Was konkret heißt das? Heißt das, dass die Leute dann so lange Angst haben, bis sie dann einfach keine mehr haben, weil keine Neuronen mehr da sind, die das auslösen? Oder heißt das, dass die so lange Angst haben, dass das nie wieder reguliert werden können, also eigentlich nur noch Dauerpanik ausgelöst wird, weil diese regulierenden Systeme abgestorben sind? Also zur Erklärung, glaube ich dazu, ich weiß es tatsächlich nicht ganz, aber ich weiß, dass dieser Hippocampus ja nicht nur für Angstzustände da ist. Man hat bei Menschen postmortem tatsächlich, auch nachdem sie irgendwie ein ganzes Jahr lang gelebt haben, bemerkt, dass sie hatten einen kleineren Hippocampus, aber halt tatsächlich noch da. Aber diese Menschen haben Zeit ihres Lebens dann immer mal wieder verstärkte Angstepisoden gehabt. Also diese Regulierung ist tatsächlich mit einem, man hat bemerkt, dass diese Korrelation zwischen verringerter Hippocampus und Angstzuständen tatsächlich vorhanden ist. Und der Hippocampus wird niemals absterben, weil er so viele andere weitere Funktionen hat als nur Angst und Weiterleitung. Aber ja, Frage beantwortet oder? Ich kann auch nachher nochmal mich mehr einlesen und schauen, ob ich dir eine detailliertere Erklärung geben kann. Wenn nun jemand mit einer Angststörung oder einer posttraumatischen Belastungsstörung geheilt ist, in Therapie war und ja als geheilt herausgeht, kann sich dann das Ganze wieder erholen, der Hippocampus zum Beispiel, und auch wieder anwachsen. Man weiß ja, dass sich eben nervliches Gewebe erholen kann und regenerieren kann. Also ich weiß, das ist bei Schizophrenie-Patienten oder Menschen tatsächlich der Fall ist, dass nur die Symptome gelindert werden können, weil bei denen so viel tatsächlich teilweise dann auch schon abgestorben ist, wenn es dann nicht behandelt und erkannt wurde, dass das nicht möglich ist. Ich weiß aber auch, dass man sagt, dass man zum Beispiel bei Depressionen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die da durch die Gabe zum Beispiel von Antidepressiva wieder ihr Serotoninsystem wieder so weit in Schuss kriegen, auf gut Deutsch, dass sie das danach nicht mehr nehmen müssen und auch keine depressiven Schübe mehr kriegen. Wie genau das jetzt bei den Angststörungen ist, weiß ich tatsächlich nicht. Es kann sein, dass sie das verringert haben, dass die Symptomatiken immer noch da sind, aber ich gehe nicht davon aus, dass das auf gut Deutsch geheilt werden kann. Okay, dann danke dir für den Vortrag. Ich denke, du bist auch im Nachgang noch erreichbar und da stehst du für Fragen zur Verfügung. Von daher danke, dass ihr hier wart und schönen Applaus für dich.